Wir haben einfach festgestellt, dass es so viele Flächen in Berlin gibt, die nicht bebaut sind, die brach liegen, Eigentumsfragen sind nicht geklärt und wir brauchten ein Bauwerk, was mobil ist, was eine gewisse Attraktivität hat, was man aber eben nach einer gewissen Zeit auch wieder versetzen kann. Und da ist die B-Box entstanden, die kann man an Haken hängen und kann innerhalb von 12 Stunden auch wieder an einem neuen Standort aufmachen. Also im Sommer gibt es aus unserer Sicht ein ganz, ganz außergewöhnliches Konzept, das wir hier gemeinsam mit der B-Box machen. Es ist ein Erlebnisareal, das neben Gerold schon eben auch noch andere Markenartikler eben hier auf den Plan ruft. Aber die B-Box ist einfach mehr als lediglich ein Wasserausschank. Es wird nachher die Botschaft einmal sein für das Team Gerold schon. Deswegen wird auch hier der Fan alle Artikel beziehen können. Hier wird das Team aufschlagen, so wie es heute praktisch an diesem 23. Vollstatten gezogen ist. Die B-Box kann man im Moment an verschiedenen Stellen in Berlin sehen. Wir testen sie zum Beispiel in der Ebertstraße, unweit vom Potsdamer Platz. Im Dezember macht ein weiterer Standort auf in der Friedrichstraße. Und ansonsten gibt es natürlich www.bbox.de, doppel b, ein o, doppel x.de.